Ich weiß was. Albert E. erklärt die größten Tiere der Welt. Hallo, hallo, hallo. Kennt ihr mich noch? Ich bin Albert. Wissenschaftler, Erfinder, Gelehrter, Forscher und absolut albertistisch, albertessimistischer Denkologe. Hm. Ich weiß was. Ich weiß sogar eine ganze Menge. Aber Alleinwissen ist langweilig. Also habe ich was mitgebracht von meinem Wissen. Heute ist hier tierisch was los. Hm, ganz im Ernst. Heute geht's um große Tiere. Aber nicht um Bosse und Chefs und wichtige Leute. Die nennt man ja auch große Tiere. <laughs> sondern um richtige Tiere, um riesige Tiere, um Tiere, die fast so viel wiegen wie ein Passagierflugzeug, um Tiere, die stark sind wie ein Bulldozer und hoch wie ein Haus. Es geht um Weltrekorde auf vier Beinen oder auch auf zwei Beinen oder auf null Beinen oder mit Flossen, Finne und Fluke. Was eine Finne und eine Fluke ist? Ja, liebe Freunde. Darüber lasse ich euch noch mal ein bisschen brüten. Nur ein kleiner Hinweis. Brüten ist bei Tieren mit Finne und Fluke ziemlich unwahrscheinlich. <laughs> Fangen wir also an mit der Reise in die Welt der Tiere. Üben wir uns im Rascheln, äh, äh, äh lassen wir uns überraschen, mit welchem großen Tier es heute losgeht. Es dauert ein bisschen, bis wir dort angekommen sind, wo das erste unserer Riesentiere lebt. Deshalb erzählt euch Philipp auf der Fahrt nach... <laughs> Wird noch nicht verraten... <laughs> Etwas über Tiere so ganz allgemein. Große Tiere, kleine Tiere, viereckige Tiere, runde Tiere, Tiere mit Blumenmuster. <laughs> Kleiner Scherz. <laughs> Es gibt unglaublich viele verschiedene Tierarten auf der Welt. Sie können rennen, schwimmen, fliegen oder kriechen. Es sind Fische, Vögel, Insekten, Nager, Reptilien oder auch Weichtiere, Stacheltiere, Säugetiere, Brüter, aber auch Nutztiere, Haustiere und Exoten. Sie leben dort, wo es warm oder auch kalt ist. Nicht einmal so kluge Menschen wie Wissenschaftler können genau sagen, wie viele verschiedene es tatsächlich sind. Über 100 Millionen kennen wir schon, aber vermutlich sind es noch einige Millionen mehr. In den dichten Tropenwäldern oder im tiefen Meer werden immer wieder Tiere entdeckt, von denen wir noch gar nicht wussten, dass es sie gibt. Viele davon sind selten zu sehen. Sie sind sehr klein, leben dort, wo Menschen normalerweise nicht hinkommen oder können sich unglaublich gut verstecken. Anderen Tieren wiederum gelingt es überhaupt nicht unsichtbar zu bleiben. Sie sind viel zu groß oder zu schwer, um übersehen zu werden. Und so wundert es nicht, dass die größten Tiere zu den am meisten erforschten Tieren gehören und wir schon recht viel über sie wissen. Was sie den ganzen Tag machen und am liebsten fressen zum Beispiel. Dir fallen bestimmt ein paar große Tiere ein, oder? Vielleicht Bären? Oder Hirsche? Ja, schon ganz gut. Diese beiden gehören zu den größten Tieren Europas. Aber in anderen Teilen der Erde leben noch viel größere Tiere. Einige hast du bestimmt schon einmal bei einem Zoobesuch gesehen. Überleg mal. Hier eine kleine Hilfe. Genau. Der Elefant ist das größte an Land lebende Säugetier der Erde. Genauer gesagt, der afrikanische Elefant. Er ist noch etwas größer und schwerer als sein nächster Verwandter. Der asiatische Elefant. Außerdem hat der im heißen Afrika lebende Elefant erheblich größere Ohren, mit denen er sich zum Beispiel Luft zufächeln kann. Man findet sie dort, wo es Büsche, Bäume und lichte Wälder gibt. Auch Sümpfe, Seen oder Wasserlöcher müssen in der Nähe sein. Ein ausgewachsener Elefantenbulle ist ein ziemlich massiges Tier. Sein Körper misst vom Rüssel bis zur Schwanzspitze schon mal neun Meter. 9 Meter, so lang wie ein Müllwagen. Und mit etwa 6000 Kilogramm ist er so schwer wie zwölf Pferde zusammen. Die Elefantenkühe sind etwas kleiner und leichter. Ein Elefantenbaby ist schon als Neugeborenes sehr schwer. Es bleibt fast zwei Jahre lang im Bauch seiner Mutter. In der Zeit hast du schon zweimal Geburtstag gehabt. Und du weißt, wie lange es immer dauert, bis ein Jahr rum ist und du endlich wieder Geburtstag feiern kannst. Ein Elefantenjunges braucht so viel Zeit, um auf die Welt zu kommen, wie sonst kein anderes Tierbaby. Wenn es nach 22 Monaten endlich geboren wird, wiegt es schon so viel wie zwei ausgewachsene Pferde. Drei Jahre lang bekommt es jetzt Milch von seiner Mutter. Es wird wie wir Menschenbabys gesäugt, daher auch die Bezeichnung Säugetier. Mit 12 bis 14 Jahren ist ein Elefant erwachsen und muss sich spätestens dann alleine um sein Essen kümmern. Elefanten verbringen die meiste Zeit mit der Nahrungssuche und mit Fressen. Gräser, Blätter, Zweige, Rinde, Holz, Wurzeln und Früchte stehen auf ihrem Speiseplan. Sie ernähren sich ausschließlich von Pflanzen. 100 bis 200 Kilogramm Grünzeug müssen sie täglich fressen, und beim Trinken schaffen sie 100 bis 150 Liter Wasser pro Tag. Das sind erheblich mehr als 100 Flaschen Wasser. Elefanten haben nicht nur ein enormes Gewicht, auch ihr Gehirn ist so groß und schwer wie bei keinem anderen Landtier. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass man sagt, jemand habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Tatsächlich verfügen Elefanten über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen. Um bei ihrer Größe und ihrem Gewicht genügend Nahrung und Wasser zu finden, durchstreifen Elefanten im Laufe ihres Lebens viele, viele Kilometer. Da ist es dann besonders nützlich, dass sie sich daran erinnern können, wo sie schon gewesen sind. Ein Elefant, der einmal ein Wasserloch besucht hat, findet es auch 30 Jahre später wieder. Am faszinierendsten sind bei Elefanten aber ihre Nasen. Elefanten haben die längsten Nasen unter den Tieren. Nur, dass man bei Elefanten nicht Nase sagt, sondern Rüssel. Aber das weißt du bestimmt schon längst. Der Rüssel besteht hauptsächlich aus Muskeln, dadurch ist er sehr biegsam und beweglich. Mit ihrem Rüssel können Elefanten deshalb nicht nur atmen und sehr gut riechen, sie benutzen ihn auch als vielseitiges Werkzeug. Sie können damit greifen und so Nahrung zum Mund führen und nutzen ihn zum Trinken. Wenn sie etwas im Auge haben, wischen sie es einfach mit dem Rüsselrücken weg. Außerdem benutzt der Elefant seinen Rüssel auch zur Verständigung. Wenn kleine Elefantenkinder sich alleine fühlen oder Angst haben, trompeten sie laut, und die Elefantenmutter liebkost ihr Junges mit dem Rüssel, um es wieder zu beruhigen. Kommt es zu Rangeleien zwischen zwei Elefanten, schlingen sie ihre Rüssel umeinander oder ziehen sich gegenseitig daran, aber nicht so fest, dass sie sich ernsthaft verletzen. Und auch für eine kleine Dusche ist dieses Werkzeug ganz schön praktisch. Wollen Sie sich in der heißen afrikanischen Sonne eine Erfrischung gönnen und Ihre Haut kühlen, saugen Sie mit dem Rüssel Wasser an und lassen es im hohen Bogen auf sich niederprasseln. Nicht so schwer, aber noch viel größer gewachsen ist ein weiteres Säugetier, das in der Nachbarschaft der Elefanten lebt. Weißt du welches es ist? Es hat einen ganz langen Hals und ein so ähnlich gemustertes Fell wie ein Leopard. Okay, das war jetzt bestimmt viel zu einfach für dich. Giraffen sind die höchsten Landtiere der Welt. Giraffenmännchen werden von den Hufen bis zu den beiden Hörnern, die sie oben auf dem Kopf haben, über fünf Meter groß. Sie könnten locker im zweiten Stock eines Hauses zum Fenster hereinschauen und nachgucken, was es zum Mittagessen gibt. Schon neugeborene Jungen sind so groß wie ein erwachsener Mann, und sie wachsen jeden Tag drei Zentimeter. So viel schaffen Menschenkinder höchstens in ein paar Monaten. Und auch zum Laufen lernen brauchen wir Menschen länger. Giraffenbabys stehen schon kurz nach der Geburt auf und nach nur wenigen Stunden können sie bereits rennen. Gar nicht so einfach mit so langen und wackeligen Beinen. Hast du mal versucht, auf Stelzen zu laufen? So ungefähr muss es sich für die kleinen Giraffen anfühlen, wenn sie ihre ersten Schritte machen. Aber bis sie erwachsen sind, üben Giraffenkinder das Laufen viele Male. Und bald können sie es so gut wie ihre Eltern. Trotz ihrer immensen Höhe bewegen sich Giraffen sehr elegant und wenn es sein muss, auch schnell. Sie können genauso schnell rennen wie Löwen, vor denen sie sich mitunter in Sicherheit bringen müssen. Auch wenn unsere Körper sehr verschieden aussehen, haben wir Menschen etwas mit den Giraffen gemeinsam. Und, Überraschung, es hat etwas mit dem Hals zu tun. Giraffen und Menschen haben genau gleich viele Halswirbel, nämlich genau sieben. Und trotzdem ist unser Hals verhältnismäßig kurz geraten. Einen außergewöhnlich langen Hals haben die Giraffen, weil ihre sieben Wirbelknochen natürlich sehr viel größer und länger sind als bei uns. Alle zusammen ergeben um die zwei Meter. Schau dir mal einen vollständig ausgeklappten Zollstock an. So lang ist allein der Hals einer Giraffe. Wie lang müsste man da wohl an einem Schal stricken, um einen Giraffenhals komplett einzuwickeln? Aber zum Glück brauchen Giraffen ja gar keinen Schal. Zum sehr langen Hals einer Giraffe kommen nochmal sehr lange Beine dazu. Giraffenbeine sind sogar länger, als ihr Hals zum Boden reicht. Will eine Giraffe trinken, muss sie daher die Beine weit spreizen, um an das Wasser zu kommen. In dieser Position müssen Giraffen sehr vorsichtig sein, dann können sie nicht treten und auch bis sie wieder auf den Beinen sind, um wegzulaufen, dauert es eine Weile. Giraffen leben in kleinen Gruppen und wechseln sich meist beim Trinken ab, so kann eine immer gefahrlos trinken, und eine andere hält Ausschau und warnt, wenn sich ein hungriger Löwe oder Leopard nähert. Gut, dass sie nur etwa alle zwei Tage trinken. Aber genau wie Kamele können es Giraffen auch wochenlang ohne Wasser aushalten. Außerdem nehmen sie Flüssigkeit durch ihre Lieblingsnahrung auf. Die Blätter der Akazienbäume sind saftig und nahrhaft und ihnen allein vorbehalten, denn nur die Giraffen kommen mit ihrer Größe bequem an die hohen Baumkronen ran. Mit ihrer langen graublauen Zunge ergreifen Giraffen einzelne Zweige, ziehen sie ins Maul und streifen die Blätter durch Zurückziehen des Kopfes ab. 16 bis 20 Stunden am Tag sind Giraffen mit Essen beschäftigt. Da bleibt nicht viel Zeit zum Schlafen. Meistens dösen sie nur ein paar Stunden, um sich zu erholen. Richtig tief und fest schlafen sie höchstens ein paar Minuten. Sie dösen und schlafen übrigens im Stehen und legen sich nur selten hin. Sollte plötzlich Gefahr drohen, würden sie viel zu lange brauchen, um ihren hochgewachsenen Körper in die Höhe zu hieven. In Afrika lebt noch ein weiteres Tier, das für seine Art immens groß ist. Es kann ausgewachsen zwischen einem Meter siebzig, das ist so hoch wie ein aufrecht stehender Mensch, und locker zwei Meter fünfzig groß werden. So groß also wie der größte Mensch der Welt, der uns schon wie ein Riese vorkommt. Es geht um den Strauß, den größten lebenden Vogel der Erde. Im Gegensatz zu den meisten Vögeln kann der Strauß nicht fliegen. Er hat zwar Flügel, mit denen er aber nicht in der Lage ist, vom Boden abzuheben. Der Strauß stammt aus Gegenden, in denen es keine Raubtiere gab, die es auf ihn als Beute abgesehen hatten. Weil er also nicht in die Luft flüchten musste, um sich in Sicherheit zu bringen oder sich und seine Jungen zu schützen, ist er zu einem reinen Lauffogel geworden. Sein Körper wurde immer größer und schwerer, und die Flügel für den massigen Körper immer untauglicher heute nutzt er sie hauptsächlich zum Schattenspenden, beim Hochzeitstanz oder breitet sie aus, um beim schnellen Rennen das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Er ist also kein König der Lüfte, aber dafür ein ausgezeichneter Läufer. Bis zu 65 Stundenkilometer erreicht der Strauß auf der Flucht vor seinen Feinden. Er ist damit fast so schnell wie ein Rennpferd und dürfte mit dieser Geschwindigkeit bei uns in Deutschland sogar eine Autobahn benutzen, für die eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern gilt. Mit seinen langen, nackten Beinen ist er nicht nur sehr schnell, sondern auch ziemlich stark. An den Füßen befinden sich zwei Zehen. Diese enden in sehr harten und scharfen Krallen. Im Ernstfall können Strauße außerdem gut springen und bis zu 1,50 Meter in die Höhe schnellen. Damit würden sie neben jedem Champion eines Springturniers eine gute Figur machen jedenfalls wenn ihnen ein Löwe oder Leopard auf den Fersen ist. Doch Weglaufen ist nicht ihre einzige Möglichkeit, ihr Leben zu retten. Sie wehren sich auch mit kräftigen Fußtritten gegen ihre Feinde, fast wie Karatekämpfer. Das kann für die Angreifer manchmal tödlich enden. Werden sie nicht gejagt, sind sie sehr friedlich. Tiere, die sich, wie sie selbst, nur von Pflanzen ernähren, bleiben sogar gerne in ihrer Nähe. Mit ihren riesigen, extrem scharfen Augen können Strauße mögliche Feinde schon in großer Entfernung entdecken. Dann schlagen sie lauthals Alarm und die Pflanzenfresser in ihrer Nachbarschaft sind gewarnt und können sich retten. Ihre Augen sind so groß wie sonst bei keinem Landtier. Selbst ihr Gehirn ist kleiner als ihre Seeorgane. Rangstreitigkeiten unter Straußenhähnen werden meistens durch Drohgebärden und Drohlaute ausgetragen. Flügel und Schwanzfedern werden dann aufgestellt und mit einem tiefen uh, 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 versuchen sie andere Strauße davon zu überzeugen, dass sie die Stärkeren sind. Aber auch die Henne will er mit dem Uh, 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 uh das an Löwengebrüll erinnert, beeindrucken. Aber die Männchen können nicht nur brüllen. Mit den Weibchen unterhalten sie sich in den für Strauße typischen Lauten. Sie können laut pfeifen, schnurren und knurren. Aber nur die sehr jungen Straußenküken geben melodieähnliche Rufe von sich, mit denen sie ihre Mutter umgarnen und deren Aufmerksamkeit erlangen wollen. Sehr geschickt. Und noch etwas zur Geschicklichkeit der Küken. Wenn der Straußennachwuchs schlüpft, durchbrechen die Kleinen mit ihren Schnäbeln ganz allein die Eierschale. Das ist gar nicht so leicht, wie es sich vielleicht erst einmal anhört. Straußeneier sind nämlich nicht so klein und zerbrechlich wie die Eier, die du normalerweise zum Frühstück isst. Die Schalen von Straußeneiern sind richtig dick, bis zu 1,5 Zentimeter, und sehr stabil. Ein Mensch könnte darauf stehen, ohne dass die Schale zerbricht. Straußeneier gehören zu den größten Eiern der Welt. Um es gekocht zu essen, braucht man schon etwas Geduld. Es dauert fast 40 Minuten, bis das Ei fertig ist. Du kannst dir also ganz in Ruhe diese gesamte CD anhören, während du auf dein gekochtes Straußenei wartest. Aber besser wartest du nicht allein, denn du würdest es wahrscheinlich nicht schaffen, das ganze Ei alleine aufzuessen. Eine Straußeneiportion ist nämlich so viel wie 25 Hühnereier. Falls du Eier lieber gebraten aus der Pfanne magst, reicht ein Straußenei für mindestens 10 bis 15 Portionen Rührei. Da Straußenhennen durchschnittlich acht Eier auf einmal legen, könntest du damit für deine ganze Klasse und zusätzlich noch ein paar Verwandte den Kochlöffel schwingen. Natürlich nur, wenn du eine Pfanne findest, die groß genug ist. So ein Straußenei Omelett macht richtig satt und tüchtig fett. Äh äh Fast wäre mir jetzt was rausgerutscht. <laughs> Darum schnell das Thema gewechselt. Nun kommt das wahre Looping-Stativ. Äh, der wahre Superlativ. Nun geht's... Äh, erinnert ihr euch noch an Finne und Fluke? Habe ich ganz zu Anfang gesagt. Und habt ihr in der Zwischenzeit schon herausgefunden, was das bedeutet? Falls ja, wisst ihr ja, was ihr zum Reisen braucht. Flossen zum Beispiel. <laughs> jetzt brechen wir uns die beine ohne zu landen ich meine jetzt brechen wir auf ins land ohne beine also ins land wo beine naja sehr selten sind hm? wo dieses land liegt zwischen glucks und plitsch und strudelblubber in einer gegend, wo es zwar seekühe gibt aber keine seekuhfladen zum reintreten <laughs> geht ja auch nicht denn wie sagte ich doch Land ohne Beine. Und Land ist eigentlich auch falsch. So, genug gerätselt. Oder fast ein Rätsel fällt mir noch ein. Es geht nun ab nach Finnland. Ich meine zu den größten Tieren der Welt. Zu denen mit Finnen und Fluken. Die größten Tiere der Welt leben aber gar nicht in Finnland. Ich sage nur Platsch. Nun verlassen wir das Land und tauchen eine Weile ab ins Meer. Hier finden wir nämlich einen Riesen, gegen den selbst Elefanten und Giraffen klein und zierlich erscheinen. Aber obwohl er im Ozean lebt, ist er kein Fisch, sondern zählt zu den Säugetieren. Errätst du, wer es ist? Es ist der Blauwal, das größte und schwerste Tier der Welt. Seinen Namen hat der Wal von seiner grau-blau gefärbten Haut unter der sich eine dicke Fettschicht befindet. Der Blauwal besitzt einen sehr langen, stromlinienförmigen und für seine Größe recht schlanken Körper. Er ist wohl das größte und schwerste bekannte Tier, das jemals die Erde bewohnt hat. Schon bei der Geburt ist er 8 Meter lang, trinkt täglich 600 Liter Milch und wächst jeden Tag 5 Zentimeter. Einzelne Tiere erreichen eine Länge von über 30 Metern. Erinnere dich mal an deinen letzten Schwimmbadbesuch. Ein normales Schwimmbecken, in dem du Bahnen schwimmen kannst, ist 25 Meter lang. In so ein Schwimmbecken würde ein Blauwal nicht hineinpassen. Allein seine Schwanzflosse, die Fluke, braucht mit 7 Meter Spannweite reichlich Platz zum Planschen. Erwachsene Blauwale wiegen 100 bis 120 Tonnen, so viel wie eine ganze Herde aus gut 20 Elefanten. Der Blauwal ist so riesig, dass er sogar die größten Dinosaurier, die einst auf der Erde lebten, deutlich überragt. Blauwale kommen in allen Weltmeeren vor. Im Sommer halten sie sich bevorzugt in den Meeren am Süd- und Nordpol auf, da sie hier reichlich Nahrung finden. Im Winter schwimmen sie in die warmen Gewässer in der Nähe des Äquators. Hier paaren sie sich und ziehen ihre Jungen auf. Im Laufe des Jahres legen die Blauwale auf ihren Wanderungen durch die Meere sehr weite Strecken zurück. Sie sind außerdem hervorragende Taucher, die eine Wassertiefe von bis zu 1000 Metern erreichen. Was dabei hilft, ist ihre Fähigkeit, sehr lange die Luft anhalten zu können. Und zwar viel mehr als nur ein paar Minuten. Man geht davon aus, dass ein Blauwal bis zu 40 oder sogar 50 Minuten unter Wasser bleiben kann, ohne Luft zu holen. Wie lange schaffst du es wohl, die Luft anzuhalten? Hol doch mal tief Luft und zähl in Gedanken mit, wie lange es dir gelingt, ohne Atem auszukommen. Aber nicht übertreiben, sonst wird dir schwindelig oder du wirst Blauwalblau blau im Gesicht. Blauwale haben keine Kiemen, mit denen sie unter Wasser atmen können. Normalerweise tauchen sie alle zwei Minuten auf und atmen ein. Beim Ausatmen stoßen sie mit großem Druck eine bis zu zwölf Meter hohe Wasserfontäne aus. Diese wird Blas genannt. Durch den Blas erkennt man oft erst, dass Wale in der Nähe sind, weil ihre riesigen Körper meist unter der Wasseroberfläche bleiben. Aber fürchten muss man sich vor den imposanten Tieren nicht. Sie fressen überwiegend Plankton. Das sind winzige im Wasser schwebende Tiere und Pflanzen, beispielsweise Kleinkrebse oder Moostierchen. Barten? sind Hornplatten mit langen Hornfäden, die viele Wale am Oberkiefer haben, als Zahnersatz sozusagen. Und da in den kleinen Wassertierchen sehr viel Wasser enthalten ist, hat der Blauwal fast nie Durst. Das Salzwasser des Meeres mag er eh nicht so gerne. Beim Schnappen seiner Beute ist das größte Säugetier der Erde erstaunlich akrobatisch. Bevor er sein Maul um einen Schwarm kleinerer Fische oder Krebse schließt, Dreht er sich einmal um seine eigene Längsachse. Dies soll ihm vermutlich helfen, Schwärme besser in Augenschein zu nehmen. Seine Augen sind im Verhältnis zum Körper sehr klein und sitzen an der Seite des Kopfes. Hat er erspäht, wo sich die meisten Tierchen im Schwarm befinden, kann er seinen gewaltigen Unterkiefer gezielt dahin halten. So kann er so viel Nahrung wie möglich auf einmal schnappen. Schließlich braucht er jeden Tag riesige Mengen davon. In den Sommermonaten vertilgt ein Blauwal schätzungsweise 40 Millionen Kleinkrebse pro Tag. Da fällt mir gar kein Vergleich ein, mit dem ich dir zeigen kann, wie viel das eigentlich ist. Eine Unmenge jedenfalls. Und das pro Tag. Es muss aber auch lange vorhalten, denn im Winter frisst er kaum, sondern lebt von seinen Fettreserven. Ein Blauwal kann bis zu 90 Jahre alt werden. Die meisten allerdings sterben deutlich früher. Und? Hättet ihr es gedacht? Die größten Tiere der Welt machen auch die lautesten Töne. Sie erreichen bis zu 190 Dezibel. In Dezibel misst man die Lautstärke von Tönen. Null Dezibel heißt gerade eben hörbar. Ab 60 Dezibel kann man von Laut sprechen. Und 190 Dezibel steht für extremen Lärm. Damit erreicht der Wal einen deutlich höheren Lärmpegel als ein startender Düsenjet dessen Krach von 130 bis 140 Dezibel uns schon in den Ohren wehtut. Das Geräuschrepertoire der Blauwale reicht von tiefem Brummen, überschnalzen, hochen und raspeln. Manchmal sind auch Klicklaute dabei. Hauptsächlich dienen die Laute der Kommunikation. Durch das Wasser übertragen sind sie in über 800 Kilometer Entfernung noch zu hören. Das wäre etwa so, als würdest du in der Hauptstadt Deutschlands, in Berlin, hören können, was jemand an der Schweizer Grenze gebrüllt hat. Auch die nächsten Giganten der Tierwelt leben im Wasser. Bis vor kurzem kannte man sie nur als angeschwemmte Kadaver, tote Tiere also. Was Forscher heute über sie wissen, haben sie anhand ihrer Untersuchungen der angeschwemmten toten Körper herausgefunden. So ist inzwischen einiges über die Größe und das Aussehen dieser Meeresbewohner bekannt, aber über ihr Verhalten, ihre Ernährung oder Fortpflanzung kann man noch nicht so viel sagen. Aber jetzt will ich dich nicht noch länger zappeln lassen. Es geht um Riesenkalmare, die vermutlich in sehr großer Tiefe leben. Erst vor wenigen Jahren, 2005, gelang es japanischen Wissenschaftlern, das erste Foto von einem lebenden Tier zu machen. Und das auch nur, weil sie es mit Futter in eine Falle gelockt haben. Du kennst Kalmare vielleicht unter dem Namen Tintenfisch oder Krake. Aber mit Tinte oder einem Fisch haben sie nichts zu tun. Und auch Krake stimmt nicht, denn der Kalmar besitzt nicht nur acht Arme wie ein Krake, sondern insgesamt zehn. Riesenkalmare können bis zu 17 Meter lang werden. Sie bewegen sich, indem sie einen Wasserstrahl ausstoßen. Durch die dabei entstehende Bewegung, die Schubkraft, können sie rückwärts oder vorwärts schwimmen. Sie gehören zu der Gruppe der wirbellosen Tiere. Sie haben weder ein Knochengerüst noch eine Wirbelsäule. Um es noch genauer zu sagen, Kalmare sind Weichtiere und werden von Wissenschaftlern als Kopffüßer bezeichnet. Denn am Kopf befinden sich nicht nur Augen und Maul, sondern dort setzen auch die Füße an, zehn an der Zahl. Aber wie schon verraten spricht man eigentlich nicht von Fangfüßen, sondern korrekt heißen sie Fangarme. Warum die Wissenschaftler hier Arme und Füße durcheinander schmeißen, muss auch erst noch ein Forscher herausfinden. Also ein Kopf mit Augen und Maul, um den herum beim Kalmar zehn Fangarme wachsen und am entgegengesetzten Ende des Kopfes setzt der Körper an, den man auch Mantel nennt. Um die Größen verschiedener Exemplare zu vergleichen, schaut man sich jeweils die Mantellänge an. Bei einer Mantellänge von zwei Metern sind die Fangarme rund zehn Meter lang, so lang etwa wie zwei Giraffen vom Fuß bis zu den Hörnern. Die Fangarme der Kalmare sind mit Saugnäpfen besetzt, diese benutzen sie unter anderem, um ihre Beute zu jagen. Durch Untersuchungen der Magenreste von toten Kalmaren weiß man, dass sie sich hauptsächlich von Fischen oder anderen Kalmaren ernähren. Gefressen werden sie höchstens von Pottwalen, den größten Zahnwalen der Welt. Seeleute und Leuchtturmwärter früherer Zeit berichteten jedenfalls von Kämpfen zwischen diesen Meeresgiganten. Vielleicht hielt man die Riesenkalmare aus diesem Grund früher für Seeungeheuer und erzählte sich die schauerlichsten Geschichten über sie. Für den Menschen sind sie aber ungefährlich. Wenn schon beim Strauß von außergewöhnlich großen Augen die Rede war, setzt dieser Meeresbewohner noch einen drauf. Denn Riesenkalmare besitzen die größten Augen aller Tiere, die es überhaupt gibt. Mit durchschnittlich 30 Zentimetern sind sie deutlich größer als ein Fußball. Schon die Pupillen sind so groß wie Orangen. Einfach sensationell. Aber wozu brauchen Kalmare so riesige Augen? jedenfalls nicht um die Beutetiere zu sehen, von denen sie sich ernähren, das ginge auch mit kleineren Augen. Aber, wie die Strauße auch, helfen die Riesenaugen den Riesenkalmaren rechtzeitig Feinde zu entdecken und nicht selbst zur Beute zu werden. Ihre Hauptfeinde sind die eben schon erwähnten Pottwale, die in der fast dunklen Tiefe der Meere Jagd auf Kalmare machen. Da sie selbst groß und dunkel sind, bleiben sie dabei für die Kalmare unsichtbar. Aber durch ihre Schwimmbewegung gerät nicht nur Wasser in Bewegung, sondern damit auch Algen und kleinste Meerestiere. Das ist so, als ob der Pottwal einen Schwarm Glühwürmchen aufstören würde, die dem Kalmar durch ihr unruhiges Flirren anzeigen, dass sich ihm etwas Großes nähert. Diese winzigen leuchtenden Lebewesen kann der Kalmar dank der großen Augen auf große Entfernung wahrnehmen und flieht, wenn er Glück hat, bevor er dem Wal zum Opfer fällt. Geht man allein von der Länge aus, lebt im Meer aber noch ein Tier von besonderer Größe? Der Lineus longissimus. Er gilt als das längste Tier der Welt. Schon allein der Name hört sich ja lustig lang an. Nochmal, Lineus longissimus. Das ist lateinisch und heißt übersetzt so etwas wie längste Linie, und dabei handelt es sich um einen Schnurwurm. Unser Linnaeus Longissimus kann eine Länge von 30 bis 55 Metern erreichen. Das ist sogar noch ein bisschen länger als der Blauwal. Aber dabei ist der Linnaeus Longissimus nur 5 bis 10 Millimeter dünn, also nur so dick wie ein Springseil. Aber Linnaeus Longissimus tritt als längste Linie so gut wie nie in Erscheinung. Lieber rollt er sich zwischen Steinen und Algen zu einem Knäuel zusammen. Er lebt in den flacheren Küstenbereichen in den Meeren Nordwesteuropas. Besondere Merkmale von Schnurwürmern ist ein kleiner Rüssel, den sie auf dem Rücken tragen und zur Jagd benutzen. Auch der Linnaeus longissimus ernährt sich von anderen kleinen wirbellosen Tieren. Da man über ihn auch noch nicht so viel weiß, lassen wir ihn jetzt mal in Ruhe weiter jagen und knäulen. Schauen wir mal weiter, welche großen Tiere es sonst noch so gibt. Wenn wir nun schon mal im Meer sind, sollten wir auch einem Fisch einen kurzen Besuch abstatten. Denn über Meerestiere zu sprechen, ohne auch nur einen einzigen Fisch zu erwähnen, wäre doch komisch, nicht wahr? Wir nehmen natürlich nicht irgendeinen Fisch, sondern den längsten, den es gibt. Der größte Fisch der Welt ist der Walhai. Er erreicht immerhin eine Länge von 15 Metern und ein Gewicht von 1500 Kilogramm. Das ist zufällig genau das Gewicht, das man mit einem mittelgroßen Autoanhänger transportieren darf. Einer Walhai-Reise in einem Anhänger stünde vom Gewicht her zumindest also nichts entgegen. Aber wir lassen ihn natürlich da, wo er am liebsten ist, zu Hause in seinem tropischen Gewässer. Mit 21 bis 25 Grad Celsius hat das dortige Meer auch für uns die ideale Schwimmtemperatur. Und glücklicherweise ist er an Menschen überhaupt nicht interessiert. Der Walhai ernährt sich von kleineren Fischen und Plankton. Wie der Blauwal saugt er mit seinem gewaltigen Maul große Mengen Wasser an und filtert seine Nahrung heraus. Aber er benutzt hierzu keine Barten, sondern Kiemenreusen, tausende bartenähnliche Platten. Als einziger Hai hat er ein Maul, bei dem Oberkiefer und Unterkiefer gleich lang sind. Ein Zahnarztbesuch würde bei ihm sehr lange dauern. Wofür er seine 3600 kleinen Zähne aber braucht, ist unklar. Gefährlich macht ihn sein Gebiss jedenfalls nicht. Im Gegenteil. Walhaie sind ganz harmlose Meeresbewohner. Sie verhalten sich selbst Tauchern gegenüber friedlich und lassen sich bei Unterwasserbegegnungen sogar anfassen. Da der Mensch sie als Feind nicht fürchten muss und sie auch keine Angst vor den Menschen haben, sind sie leichte Beute für Fischer, obwohl das Fangen und Töten von Wahlhaien in vielen Ländern der Erde verboten ist. Wahlhaie wurden so viel gejagt, dass sie heutzutage fast ausgestorben sind. Niemand kann genau sagen, wie lange es sie überhaupt noch geben wird, wenn sie zukünftig nicht besser geschützt werden. Und niemand kann sagen, ob ich nicht bald erfroren bin, wenn ich nicht schnellstens aus dem Wasser komme. Und mir die Flossen abstreifen kann. Leider kann ich nicht so schnell schwimmen wie ein Walhai. Während ihr euch also bei 21 bis 25 Grad Wassertemperatur vergnügt habt, war ich noch in eisigen Gewässern unterwegs. Und ich würde jetzt gerne wieder landen, also zurück an Land, um mir eine Wärmflasche zu stricken, äh, zu machen. Ja, eine Wärmflasche wäre jetzt gut. Größere Tiere als den Blauwal oder den Lingeus longissimus finden wir erstmal sowieso nicht. Aber es gibt auch an Land noch genug rekordiges, zum Beispiel das berühmte Monstrum panzerexitus oder die unglaubliche Virgississima superlonga. Ahnt ihr, was das sein könnte? <laughs> Diese Tiere leben in einer lahmen Wand. Ach, wer quackt? In einem warmen Land. Ja. Wer dem Monstrum Panserexitus begegnet, sollte schnellstens seinen Hintern-Düsenantrieb einschalten und das Weite suchen. Doch auch die Virgississima Superlonga ist nicht ohne. Hm? Faszinierende Tiere sind sie aber beide. Kommt mal mit, bei mir seid ihr ganz sicher. Also gut, Albert, zurück an Land. Aber aufpassen. Eine Tierart, die es schon sehr, sehr lange auf der Erde gibt, sind die Reptilien. Ihr Name stammt vom lateinischen Reptilis ab. Übersetzt bedeutet das kriechend. Mit ihrer schuppigen Haut sehen einige Exemplare richtig unheimlich aus. Das gilt vor allem für Schlangen, Echsen und Krokodile. Aber auch Schildkröten gehören zu den Kriechtieren und die haben eher freundliche Gesichter. Eines ist aber deutlich geworden. Reptilien haben sehr unterschiedliche Körperformen. Und da ist es schwierig zu sagen, welche von ihnen die größten sind. Wir schauen uns einfach mal die drei größten und längsten aus dem Kreis der Kriechtiere an. Den Anfang macht das Krokodil. Das Leistenkrokodil ist das größte heute noch lebende Krokodil. Ausgewachsen wird es bis zu 10 Meter lang und kann als einziges Krokodil sowohl im Salz als auch im Süßwasser leben. Das ist möglich, weil die Leistenkrokodile spezielle Zellen auf der Zunge haben, mit denen sie überschüssiges Salz wieder ausscheiden können. Da ihnen also Salzwasser nicht so viel ausmacht wie anderen Krokodilarten, schwimmen sie oft weit ins Meer hinaus. So konnten sie im Laufe ihrer langen Zeit auf der Erde viele verschiedene Inseln und Länder erreichen und sind weit verbreitet. Sie leben heute zwischen Indien und Australien. In diesen Ländern ist es sehr warm. Und diese Wärme der Sonne brauchen Krokodile, wie alle anderen Reptilien, auch zum Überleben. Reptilien gehören zu den wechselwarmen Tieren. Das bedeutet, dass sie nicht wie Säugetiere ihre Körperwärme selbst erzeugen können. Sie müssen sich in der Sonne aufwärmen. Deshalb sieht man leisten Krokodile manchmal beim Sonnenbaden an Ufern. Am häufigsten halten sie sich aber im Wasser von Flüssen, in großen Seen oder in Sümpfen auf. Dort liegen sie dann fast unsichtbar direkt unter der Wasseroberfläche, nur ihre Nasenlöcher und Augen ragen noch oben heraus. So können sie gut atmen, während sie in der Gegend herumglotzen und auf ihre Beute lauern. Sie fressen vor allem Fische und Schildkröten, schnappen sich aber auch Vögel und kleinere Säugetiere an Land und ziehen sie zu sich ins Wasser. Sie selbst fallen nur anderen Raubtieren zum Opfer, solange sie recht klein sind, am liebsten, wenn sie noch gar nicht geschlüpft sind, denn Krokodileier sind bei Greifvögeln, großen Fischen oder Schlangen ein beliebtes Fressen. Krokodilmütter versuchen das natürlich zu verhindern und bewachen ihre Eier sehr gut. Auch ihre Kleinen lassen sie nicht aus den Augen, solange diese noch in ihren Nestern leben. Als ausgewachsene Exemplare sind Leistenkrokodile sehr stark und haben fast keine natürlichen Feinde mehr. Und noch so ein Tier, an das sich kein anderes herantraut. Die große Anaconda ist die größte und schwerste Schlange. Sie hält sich meistens im Wasser auf, hängt sich aber auch manchmal an einen Ast, um zu trocknen. Sie gehört zur Familie der Riesenschlangen. Da sie sich meistens durchs Wasser schlängeln und sich um ihre Beute wickeln, kann man Anacondas nur schwer ausmessen. Immer wieder hört man, dass angeblich Anacondas mit Riesenlängen von um die 30 Metern gesehen wurden. Die längste Anaconda, die man bisher nach ihrem Tod gemessen hat, war dann aber doch nur rund 12 Meter lang. Immerhin. Das entspricht der Mantellänge eines riesenkalmars plus Fangarm. Oder ist so lang wie zwei übereinander gestapelte Giraffen mit ein bisschen Luft dazwischen. Anakondas sind ungiftige Würgeschlangen. Sie lauern bewegungslos im Wasser, bis ihre Beute in erreichbare Nähe kommt. Dann schlagen sie blitzschnell zu, verbeißen sich und umschlingen ihre Opfer. Mit ihren starken Muskeln drücken sie dann so lange zu, bis sie sie erwürgt haben. Anschließend verschlingen sie ihre Beute mit dem Kopf voran. Die große Anaconda ist nicht wählerisch bei der Auswahl ihres Essens. Sie frisst alle kleinen bis mittelgroßen Tiere, die in ihrem Lebensraum vorkommen, also Fische, Vögel und kleine Nagetiere, aber auch Wasserschweine, kleine Krokodile und Hirsche soll sie nicht verschmähen. Kein Wunder also, dass es bis zu sechs Stunden dauern kann, bis ihr Essen im Magen angekommen ist. Nach so vielen Gefahren schwimmen wir nun schnell weiter zu unserem letzten großen, aber harmlosen Reptil. Darf ich vorstellen? Die Lederschildkröte. Die Lederschildkröte gehört zu den Riesenschildkröten und lebt im Meer. Es gab sie schon vor den Dinosauriern, und sie hat sich seitdem, wie alle Riesenschildkröten, kaum in ihrem Aussehen verändert. Weil sie also aus einer uralten Zeit stammt, zählt sie zu den letzten Urwelttieren. Die Lederschildkröte hat kein festes Rückenschild aus Horn wie andere Schildkröten. Ihr Knochenpanzer ist von einer festen Haut umgeben. Diese Haut ist sehr dick und hat, ähnlich wie die Haut der Wale, eine Speckschicht. Sie erinnert ein wenig an Leder, und das erklärt, woher sie ihren Namen hat. Lederschildkröten können mehr als 900 Kilogramm schwer werden. Das ist, wenn du dich erinnerst, mehr als eine Giraffenkuh auf die Waage bringt. Aber die Schildkröte ist mit einer Körperlänge von maximal 2,50 Meter dabei wesentlich kleiner. Wegen ihrer dunklen Hautfarbe, ihrer Fettschicht und ihrem massigen Körper können Lederschildkröten ihre Körpertemperatur besser halten als andere Reptilien. Deshalb lebt sie auch nicht nur in warmen Gewässern, sondern wurde im Sommer beispielsweise auch schon an den Küsten vor Schottland oder sogar vor den Niederlanden gesichtet. Damit hat sie sich von allen Reptilien den weitesten Lebensraum erobert. Lederschildkröten sind ausgezeichnete Taucher. Sie können in Tiefen bis zu 1200 Meter tauchen. Mit ihren Schwimmflossen tauchen sie zunächst mit kraftvollen Schlägen an und lassen sich dann allmählich immer tiefer und tiefer hinab ins Meer gleiten. Dort finden sie auch ihre Nahrung. Sie ernähren sich fast ausschließlich von Quallen, die sie ohne Zähne und mit ihrem recht schwachen Kiefer ganz gut verputzen können. Ihre Vorliebe für diese Lieblingsspeise setzt sie aber einer Bedrohung aus, die vom Menschen ausgeht. Offenbar können Lederschildkröten nicht zwischen Quallen und dem unterscheiden, was Menschen achtlos ins Meer werfen. Plastiktüten sehen für sie wohl ähnlich aus wie Quallen und werden deshalb von ihnen ebenso gegessen. Untersuchungen an Lederschildkröten haben gezeigt, dass einige von ihnen Reste von solchen Plastiktüten im Darm haben. Nicht wenige sterben daran. Einmal im Jahr gehen Lederschildkrötenweibchen an Land, um ihre Eier abzulegen. Damit sie nicht gesehen werden, schwimmen sie nachts an den Strand und kriechen mit größter Vorsicht langsam den Sand hinauf. Hatte ich schon erwähnt, dass Riesenschildkröten Weltmeister im Langsamkriechen sind? Für fünf Meter. Brauchen sie fast eine Minute. Probier mal mit Hilfe einer Stoppuhr aus, wie langsam es sich für dich anfühlt, fünf Meter in einer Minute zu kriechen. Aber natürlich wiegst du auch nicht mehrere hundert Kilo, oder? Hat das Weibchen endlich einen guten Platz zum Nisten gefunden, gräbt es mit seinen Hinterflossen eine Grube in den Sand und legt 50 bis 170 kugelrunde weiße Eier dort ab. Ist es fertig, bedeckt es die Eier mit Sand. Und kehrt erschöpft ins Meer zurück. Das Ausbrüten der Eier überlassen Schildkröten der Sonnenwärme. Schildkrötenbabys schlüpfen nach rund zwei Monaten und wollen instinktiv so schnell wie möglich ins Wasser. Sie sind mit sechs bis sieben Zentimetern winzig klein und wiegen nur etwas mehr als ein Suppenlöffel voll Zucker. Das macht sie zu einer idealen Beute von Möwen, Krabben, Echsen und anderen hungrigen Raubfeinden. Haben sie es bis ins Meer geschafft und werden in ihren jungen Jahren nicht gleich von einem Raubfisch gefressen, begeben sie sich genau wie ihre Eltern auf eine lange Reise durch das Meer. Und genau wie ihre Eltern kommen sie erst an ihren Geburtsort zurück, wenn sie alt genug sind und sich fortpflanzen wollen. Es gibt noch ein paar Tiere mehr, die man als die größten ihrer Art bezeichnen kann. Die größte Raubkatze, das längste Insekt, die größte Spinne, die schwerste Kröte. Puh, aber nach so viel Reiserei bin ich jetzt schon ziemlich erschöpft. Deshalb kriechen wir jetzt wieder an Land und machen uns auf den Weg nach Hause. Schauen wir nur noch mal kurz bei dem größten Tier Europas vorbei. Insgesamt gibt es heutzutage nur etwa noch 5000 Exemplare. Die Hälfte davon lebt in Osteuropa. Aber auch in Deutschland sollen sie bald wieder angesiedelt werden und machen dann mit ihrer Größe dem Rothirsch Konkurrenz gemeint ist das Wiesent. Wiesente sind wie Hirsche Paarhufer, aber gehören zu der Gruppe der Rinder. Sie stehen nicht wie unsere Hausrinder im Stall und werden von uns gemolken, sondern leben in der freien Wildbahn. Wiesente können eine Länge von bis zu drei Metern haben. Kennst du Tische, die Maler und Anstreicher benutzen, um Tapeten darauf zu schneiden? Die sind normalerweise drei Meter lang, und Wisente würden da ganz gut draufpassen. Aber sicher nicht lange. In Freiheit erreichen Wisente nämlich das stolze Gewicht von 400 bis 500 Kilogramm. Nicht gut für Tapeziertische. Das Wisent lebt vorwiegend im Wald. Es ist ein Pflanzenfresser und frisst Gräser, wilde Kräuter, Blätter, junge Triebe und Baumrinde. Im Herbst auch Früchte von Laubbäumen, Eicheln und Bucheckern. Ein ausgewachsener Bulle nimmt täglich ca. 50 Kilogramm Pflanzennahrung auf, nur halb so viel wie Elefanten. Diese Pflanzennahrung ist gar nicht so leicht bekömmlich. Um die Nährstoffe daraus aber gut verwerten zu können, braucht das Wiesent ein gutes Verdauungssystem. Und siehe da, als Wiederkäuer hat es das auch. Erst schlingen Wiederkäuer ihr Essen in großen Mengen schnell runter, würgen es aber nach der ersten Vorarbeit in einem ihrer vier Mägen nochmal hoch, um es dann erneut wieder runterzuschlucken. Egal wie raffiniert und ausgeklügelt das Verdauungssystem von diesem Riesenrindviech auch ist, zum Schluss kommt auch bei ihm genau das gleiche aus dem Darm gewandert wie bei kleineren Tieren. Flatsch! Und mit diesem Flatsch sind wir nun endgültig am Ende unserer Reise zu einigen der größten Tiere der Welt angelangt. Stopp! Am Schluss kommt immer noch ein Albert! Albert ist der größte Schlusspunktsetzer der Welt. Und, meine lieben weltbesten Denkologen, euer weltallerbester Albert hat noch eine Riesenüberraschung parat. Hier kommt sie! Das heißt, hier kommt. Das größte, das riesigste, das versteckteste Lebewesen der Welt. Es ist allerdings, wir wollen den Blauwal ja nicht schamrot werden lassen, und der Linnaeus Longissimus soll sich nicht vor Schreck verknoten, kein richtiges Tier. Doch es ist ein Lebewesen. Er oder sie oder es? ist größer als hundert aneinander geknotete blauwale spannend nicht wahl äh, ich meine nicht wahr ja die welt der denkologie und der riesenkunde ist schon eine ganz besondere und jetzt zur auflösung das rätsel mit dem größten webstuhllesen der welt punktiert einen filz äh, wie ach so unsinn äh, das rätsel mit dem größten Lebewesen der Welt funktioniert mit einem Pilz. So, jetzt ist es raus. Ein Pilz ist das größte Lebewesen der Welt. Hättet ihr nicht gedacht, was? Hihihi. <laughs> es gibt in Amerika einen Pilz, der wächst unterirdisch. Das tun Pilze übrigens fast immer. Man sieht von einem Pilz meist nur das winzige Hütchen. Das Pilzwurzelgeflecht dagegen sieht man nicht. Und dieser Pilz ist so groß wie 2000 Fußballfelder. Wahnsinn, oder? Weil ein Pilz aber eine Pflanze ist und kein Tier, können wir diesen Rekord hier unberücksichtigt lassen? Kannst dich also wieder beruhigen, lieber Blauwal, und du auch, Linus, ich meine Linneus. Ich, Albertus, sage jetzt Tschüssus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht mit Elefanten, Blauwal und Co. Schaut mal wieder rein und hört wieder zu beim nächsten Abenteuer mit Albert. Ihr wisst ja, ich weiß was. Und gebe euch gern was davon ab. Macht's gut. <laughs> Tschüss. Ja. <laughs>